Antwerpen. Aus ganz Europa darf ich sagen, im Namen der katholischen Stadtpfarrei St. Johannes Baptist darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Sie haben scheinbar das Glück gepachtet und einen guten Draht hat Mutter Teresa scheinbar im Himmel zu all den Menschen, die es ermöglicht haben, dass heute die Sonne scheint. Wir freuen uns darüber und mit unserer Pfarrgemeinde freue ich mich vor allem darüber, dass anlässlich der Einweihung der Mutter Teresa Statue auf dem Vorplatz der Kirche heute eine solch große Feier im Pfaffenhofen stattfinden kann. Der örtlich-albanisch-deutsche Kulturverein Saniceckai hat sich seit Jahren mit dem Vorhaben beschäftigt und sich mit seinen vielen Mitgliedern mit großem Einsatz bemüht, ein integratives Fest mit ganz vielen unterschiedlichen Partnern und Gästen zu organisieren. Diesen Verein und seinen Verantwortlichen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreter aller religiösen Glaubensgemeinschaften, ich fühle mich sehr geehrt, Sie heute im Namen der albanischen deutschen Kulturvereins Saniceckai und der albanischen katholischen Gemeinschaft in Bayern begrüßen zu dürfen. Heute ist in unserer Stadt ein ganz besonderer Tag, der uns Grund zum Feiern gibt. Denn an dem heutigen Tag steht auf dem Parkplatz vor dem Stadtquartier ein lebendiges Denkmal der Liebe Gottes für die Menschen. Und das erinnert uns täglich an die großherzige Mutter Teresa, geborene Monge Beatio. Für uns vergleichbar eine Mutter voller Güte und Barmherzigkeit. Sie ist das geistige Symbol des albanischen Volks und eine große Symbol.
Leben ist uns ein Vorbild, Ihre Fürbitte erweckt uns in Köln. In Ihrer Gemeinschaft erwarten wir das Erbe der Kinder Gottes. Segne diese Statue der seligen Mutter Teresa von Kalkutta. Gib, dass wir sie nicht nur vor diesem Bild anrufen, sondern sie auch nachahmen im Geiste Jesu. Was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern tut, das habt ihr mir getan. Lass uns so treu Zeugen deiner Wahrheit und Liebe werden. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben. Und gewähre uns auf deine Fürsprache, Hilfe und Schutz. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Dass die Statue der Mutter Teresa, eine faszinierte Frau, die für unsere Gesellschaft eine wichtige Rolle gespielt hat, hier in der wunderschönen Stadt Pfaffenhofen ausgestellt wird. Mutter Teresa gehört zu den ganzen Größen, prägende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, eine herausragende Figur der Zeitgeschichte und der Kirchgeschichte. Mit ihrer humanitären Arbeit, ihrem Glauben und ihrer Hingabe hat sie viele Leute inspiriert. Ihre Arbeit wurde von der weltlichen und geistlichen gewürdigt und ging über die nationalen Grenzen hinaus. Eine der seltenen Aussagen über sich selbst lautete: Der Geburt nach bin ich Albanerin, der Staatsangehörigkeit nach Inderin. Ich bin eine katholische Schwester. Durch meine Mission gehöre ich der ganzen Welt, aber mein Herz gehört nur Jesus. Und so stolz wir uns fühlen, Mutter Teresa oder Agnese Gonge-Boyangio zu unserer Nationalheldin zu zählen, so hat ihre Arbeit weltweit Menschen bewegt und dazu angestoßen, selbst zu helfen. Durch ihren starken Glauben bestärkt, hat sie unaufhörlich ihr Engagement gezeigt und uns einen Humanismus vorgelegt, der auch heute noch uns an das Gute und an die Liebe glauben lässt. Eine Humanistin durch und durch, die sich gleichzeitig durch die Modestie bei der Verfolgung ihrer Ziele ausgezeichnet hat. Ihre Arbeit würde sie mit Lob, Anerkennung und Preisen überschüttet. Auf den Friedenspreis des Papstes 1971 folgte der Friedensnobelpreis 1979. Den Nobelpreis nahm sie stellvertretend für alle Hungrigen und Armen sowie für alle Menschen, die ausgestoßen sind, entgegen. Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine oder die große Liebe. Dieser Satz von ihr können wir uns nicht oft genug zuhören. Es war natürlich viel organisiert. Es war wirklich und es war schön, dass alles so gemacht hat. Ja, und was ich gesagt habe, da war kein Wort der Lüge dabei. Das war einfach ein Stimmchen.